Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt den Holzspalter an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Mod Leisure, von der LS Mod Company und gibt es nur für PC und Mac. Der Modder selber schreibt dazu, mit diesem Holzspalter können Holzstämme bis zu 1 Meter Länge gespalten werden. Der Holzspalter wird von außen bedient, der Traktor muss dabei allerdings laufen, deswegen automatischer Motorstart deaktivieren, sodass der Traktor anbleibt beim Verlassen. Wunderschön. Den Rest erkläre ich euch. Also, ihr geht einmal in die Kategorie Werkzeuge, Forstmaschine, dann habt ihr hier hinten den Lizard Holzspalter. Kostet 3.540 Euro in der Anschaffung, 180 Euro im Leasing, hat keine Config-Blöcke, hat gar nichts in dem Fall. Relativ simples Gerät, so sieht das hier auch aus. Ist halt ein Holzspalter mit einer 3-Punkt-Aufnahme. Dementsprechend, dass ihr den transportieren könnt und Zapfwellenanschluss logischerweise. Und ist halt im, wie soll man sagen, im Forstgrün gehalten. Ne, da ist nicht viel dazu. Ist halt grün, ist halt schön, ist halt passt so. So, und dann habe ich euch hier auch schon mal das Ganze vorbereitet. Wir sind jetzt hier an den See. Ich habe mal hier so einen Baum weggebaut. Ne? Da müsst ihr halt immer gucken, wie es am besten ist. Ne? Also im Endeffekt, ihr habt den hier hinten dran. Ne? So sieht es dann halt standardgemäß dementsprechend aus. Dann lasst ihr den ganzen Spaß runter. Ne? Klappt das Ganze auf mit X und macht natürlich den Motor an. Ist klar. So, und dann braucht ihr halt dementsprechend Baumstücke bis maximal 1 Meter. In dem Fall habe ich jetzt so einen riesen Oschi hier und also das ist hier der, ne, der unten drunter. Und dann halt mal so ein krummes Teil hier und die habe ich schon mal vorbereitet. Ne? Beziehungsweise den hatte ich schon vorher im Test gehabt. So, nehmen wir uns einfach mal davon an, wir nehmen so einen riesen Oschi hier. Ja, den legen wir dann dementsprechend hier drauf. Ist schon hart an der Grenze, was den Meter angeht, aber ist ja egal. Dann stellen wir uns hier so an die Seite hin und dann habt ihr oben im F1-Menü dann irgendwann hier das N, ne, Holzspalter bedienen. Das haltet ihr gedrückt, dieses N, ein bisschen näher ran hier. Achso, ich habe vergessen anzuschalten. Ihr müsst natürlich auch anschalten mit B. Ja, das hört ihr dann dementsprechend auch. Dann haltet ihr N gedrückt. Ja, dann macht es knack. Und dann habt ihr das Holz gespalten. Wenn ihr sagt, okay, ist für mich immer noch zu groß, ist das kein Problem. Legt das wieder drauf, beziehungsweise in dem Fall jetzt hier, der will jetzt natürlich nicht ruhig halten, ist ja ganz klar. Versuchen wir es mal hier so drauf zu legen. Drücken hier nochmal N. Zack. Und wieder gespalten. Und dann halt der ganze Spaß nochmal. So. Gut, den hat er jetzt nicht nochmal gespalten. Entweder will er ihn jetzt hier nicht, aber man könnte den theoretisch einmal so drauflegen. Na. Und hätte dann hier wieder neues Spaltmaterial. Ich denke mal, ihr wisst, auf was es hinausläuft. Ne, beziehungsweise für was so ein Holzspalter dementsprechend da ist, um das Holz einfach zu spalten. Um sich da halt nicht kaputt zu machen mit der Achsel oder sonst was, gibt es halt dementsprechend solche Maschinen. Ne, so ran. N. Zack, geht automatisch zurück, weg damit und so weiter und so fort. Das Ganze geht natürlich auch bei solchen Teilen hier, obwohl wir jetzt hier einmal schon zu groß sind. Ihr könnt das Ding auch so drauflegen, obwohl es halt in dem Fall eigentlich falsch ist, das ist ja klar. Funktioniert allerdings trotzdem, dass ihr das Ganze dann halt mal so hier macht. Mache ich jetzt in dem Fall einfach mal, weil ich das Ganze ein bisschen gekürzt brauche. So, dann hier irgendwie, das ist jetzt bei den krummen Dingern so eine Sache, halt mit drauflegen. Dann versuchen wir es mal, ob das so funktioniert. Ne, der, ja, doch. Wunderschön. Hat eine höhere Zone. Ne, und schon ist ja der Spaß gespalten. Ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr Bäume nehmt oder Stämme nehmt, die zu dünn sind, dass da beim Spalten im Endeffekt nichts gespalten wird, sondern dass der Rest halt einfach irgendwo wegploppt, weil die Giant Engine sich halt sagt, okay, ist zu wenig, plopp ich halt weg. Ne, deswegen da nicht wundern, ihr braucht schon Bäume oder Stämme eher gesagt, die einen gewissen Durchmesser haben, dass das hier Sinn ergibt. Ansonsten Lok ist komplett sauber, da gibt es keinerlei Probleme da dabei. Ja, und in dem Falle kann ich nur sagen, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, da oder ne? Tschüss.